Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Hier haben wir auch keinen Trank dafür. Trank der Einsicht, Trank der Lebenskraft. Bei ihm wollen sie im Schatten verstecken. Ist jetzt bei Schleichen und Verstecken 70 und 60. Ja. Auf geht klar. Und schwupps bin ich weg. Okay, das hat jetzt geklappt. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Im Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Wieder fehlgeschlagen. Ah, ich weiß, was noch helfen könnte. Wobei, was machen die? Leise bewegen und im Schatten verstecken, Ist was los? Und schwupps. Okay, okay. Na gut, wenn auf einmal die Tür von selber aufgeht, dann fällt ihnen beiden das ja auf. Und schwupps bin ich weg. Ach ja, nö. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Okay. Aber ja, den Ring kann sie auf jeden Fall mal wieder haben. Wo ist er denn? Ring der Gnadentöter an Imoin. Da kriegt sie halt das so. Die Eier. Ja, verstanden. Ich will keine große Herausforderung. Okay, okay. Schön. Das sind die falschen, oder? Und da kackiert Imoin. Ah. Das ist der Autosave, Quicksave. Okay, ich muss es doch mit erweiterter Unsichtbarkeit machen und ich darf nicht vergessen, die Eier auszutauschen. Weil die erweiterte Unsichtbarkeit hat es nicht aufgehoben. Ich bin mit Talisa da recht schnell wieder rausgekommen. Das heißt, bei dir. Das so austauschen. Ich war nun gut. Dass sie aggressiv werden, heißt halt nicht, dass sie mich entdecken. Sondern nur, dass sie wissen, dass irgendwer aufgetaucht ist. Ach ja, und immer. Ach wohl. Nö. Eigentlich würde ich ja hoffen, dass ich es bei der Aufnahmesession noch schaffe, die Eier zu kriegen. Und alles. Könnte ja doch etwas knapp werden. Wenn ihr es wollt.
Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. So. Einmal rasten und wieder raus hier. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Natürlich. Wer auch immer da lang läuft, falsche Richtung. Da läuft wieder einer in die falsche Richtung. Ah ja, das ist halt das Problem mit dem Spiel. Das ist schon alt. Das heißt, die Wegpunkte werden jetzt nicht so oft abgefragt. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Ihr müsst das eure... Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja? So, sicherheitshalber die Solarfane-Eier zu Keldon. Ja. Ich helfe, wo immer ich kann. Dann die erweiterte Unsichtbarkeit. Fragt nur. Veridenta. Credo. Euer Wunsch ist mein Begehr. So. Wir sind unsichtbar. Dürften also die Tür aufmachen können, ohne dass ich sichtbar werde. Ja, sie werden nur aggressiv. Die da genauso. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Im Namen Lolz, wir kämpfen. Insurger, Pulcher, Imperium. Es ist komisch. Keine große Herausforderung. Wenn ich die Eier nun nehme. Sind nur die pisst. Nun gut. Sieg der Spinnenkönigin. Ja, da sind alle pisst. Keine große Herausforderung. Wir kämpfen. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ich warte. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich weiß echt nicht, wie ich das hinkriegen soll. Keine große Herausforderung. So, jetzt habe ich... Der Spinnenkönigin. Ernsthaft? Keine große Herausforderung. Ja? Okay, okay. Verstanden.
Dann habe ich nur noch eine andere Möglichkeit. Ja. Los, spuck es aus. Jetzt war schön. Auf geht klar. Du machst die Tür auf. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Du machst ja dich am Behälter zu schaffen. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ne. Das heißt, ich muss drin noch mal einen trinken. Sobald ich die Eier ausgetauscht habe. Keine große Herausforderung. Dass mich die beiden nicht entdecken. Denn die beiden schlagen Alarm. Ah, so, das hat geklappt. Das sind die Eier des Silberdrachens Adolan. Sie wurden von den Dwarf für irgendwelche finsteren Zwecke gestohlen. Gut. Keldon, pass du mal auf die auf und gib mir die falschen zurück. Danke. Ich war nun gut. Sie haben nicht gesehen, wie ich die drei Eier geklaut habe. Also ist alles in bester Ordnung. Hoffe ich jedenfalls mal. Wenn ihr es wollt. Ach, ihr schon wieder. Ah, ihr seid ein Schatz, mein brillantes Weibchen. Das seid ihr wirklich. Ihr habt getan, was man von euch verlangte und seid mit den Eiern zurückgekehrt. Wo sind sie? Hier sind sie. So darf ins Dracheneier hergeben. Und das sind die Eier des Silberdrachen? Ja, sie müssen es sein. Vielen Dank, Valerie. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ich gehe jetzt zum Tempel, um dem Ritual beizuwohnen. Ich erwarte, dass ihr bei meinem Sieg zugegen seid. Geht zum Tempel, wir treffen uns. Also verspätet euch nicht, sonst werde ich äußerst zornig. Was ist eigentlich mit der zweiten? Teufelchen. Ah, hier bin ich, hier bin ich. Ihr euch wundern, wer ich sein? Ja, treuer Diener der silbernen Firma. Der Silbernin, dienen oder ihr sie etwas bitten, das ist gleich. Ich euch beobachten, als seid ganz interessant euch beobachten. Listig, hinterlistig auf Hinterlist. Die Eier des Silbernen sicher vom schnellen Schaden sie sein. Aber ihr sie aus der Stadt rausbringen, magisch verschlossen versiegelt die Stadt sein. Tot sein erst müssen Mutter Oberin Adolis, wenn wieder gehen wollen. Wenn Mutter Oberin tot, ihr mit einem fliehen, viel Ärger von Priestern kommen. Minuten ihr haben vielleicht, ehe Tarnung durchschaut. Schnell abhauen ihr. Enttäuschen die Silberne, sie zu euch kommen, werden ihr das nicht mögen werden. Eier retten ihr müsst. Zur Tochter von Mutter Oberin gehen ihr müsst, warten im Tempel auf euch, sie von Bedeutung. Zeit ist sehr gut. Glück euch wünschen, ich Menschling. Ihr schon wieder. Ja, scheiße. Gut, ich hab's verbuggt. Ich hätte nicht mit der zweiten Fae reden sollen. Die hat nämlich einfach nur das Ding getriggert. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze nochmal mache. Also, bis dann.